Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoausschussreport zum heutigen Digitalausschuss. Zu Gast war Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ich will euch über drei Themen erzählen, die heute zur Sprache kamen. Einmal Gemeinnützigkeit für Freifunk, die Einführung der Facebook-Währung Libra und was das für uns vielleicht bedeutet. Und als drittes die überfällige Steuerzahlung von digitalen Großunternehmen. Ich hatte wie das letzte Mal schon auf Twitter gefragt, ob es vielleicht bei euch da draußen irgendwelche Fragen gibt, die ihr mir für Finanzminister Olaf Scholz mitgeben wollt. Ich bekam unter anderem Antwort von jemandem, der engagiert ist im Freifunkverein Rhein-Neckar. Dessen Frage war, wie sieht es eigentlich aus mit der Reform der Gemeinnützigkeit? Denn seinem Verein wurde auch die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil die Finanzämter bundesweit das mal so und mal so handhaben, weil manche der Meinung sind, Freifunk ist doch nicht gemeinnützig. Das wurde letztes Jahr schon mal beantragt von der FDP und von der GroKo leider abgelehnt, obwohl sie eigentlich erklärt hat, sie ist auch dafür. Die gute Nachricht ist, Olaf Scholz hat uns erklärt, dass ein Gesetzentwurf zur generellen Überarbeitung der Gemeinnützigkeit im Prinzip fix und fertig ist, dass nur noch sehr, sehr kleine Details in der finalen Abstimmung sind und er eigentlich unmittelbar damit rechnet, dass es bald auf den Tisch kommt. Und dann gäbe es endlich Rechtssicherheit für alle Freifunkvereine Deutschlands, denn die sind dann auf jeden Fall und zwar immer gemeinnützig. Das zweite Thema, die Besteuerung von Digitalunternehmen. Das regt uns alle schon sehr lange auf, dass die fast nirgendwo irgendeine Art von Steuer zahlen, obwohl sie Milliarden an Gewinnen machen. Da sagte Olaf Scholz am Anfang total optimistisch klingend, man wäre kurz vor einem richtigen Fortschritt. Dann klang es für mich nicht mehr so großartig. Der große Fortschritt bestand darin, dass eine Arbeitsgruppe der OECD kurz davor ist, sich eine Meinung zu bilden. In den nächsten 2 Wochen soll das passieren. Und wenn sie sich eine Meinung gebildet hat, dann wäre das der Ausgang für eine Verhandlung der OECD. Das klingt ehrlich gesagt, als könnte es noch Jahre dauern. Das dritte Thema, von dem ich euch erzählen möchte, ist die Einführung der Facebook-Währung Libra. In Deutschland wird das nicht so schnell passieren. Das ist gesetzlich nicht zulässig. In anderen Ländern, irgendwo anders auf der Welt, kann das aber passieren. Und Bundesfinanzminister Scholz rechnet damit, dass wahrscheinlich viele nationale Währungen überall auf der Welt aussterben werden. Das wird nicht für den Dollar passieren und auch nicht für den Euro, aber eben für viele andere. Vielleicht verkalkuliert sich aber auch das Konsortium rund um Facebook und da müssen am Ende viele Staaten gerettet werden. Man weiß gar nicht wie, aber dann gibt es ja vielleicht deren nationale Währung gar nicht mehr und der Libra ist nicht wirklich gedeckt. Das gibt jede Menge großer Probleme. Finanzminister Scholz glaubt, dass es irgendeine Art E-Euro geben muss, um ein Gegengewicht herzustellen, ist aber auch nicht absehbar, weil es ist kompliziert, man kann viel falsch machen und eine Einigung ist nicht in Sicht. Natürlich gab es noch etliche andere Themen, über die wir im Ausschuss geredet haben. Ich will es für euch aber kurz und knapp halten, freue mich daher, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.